Gerade wurden sowohl der Deutsche Computerspielepreis als auch LARA, der Internationale Computerspielepreis, verliehen. Anlässlich dieser Verleihungen gibt es hier am Deutschen Computerspielemuseum in Berlin so einen kleinen Sonderpavillon, in dem man die Gewinner und die Nominierten einfach nochmal kostenlos anspielen kann, einfach um zu sehen, was denn da jetzt in welcher Kategorie gewonnen hat. Ein Tipp auch für alle Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion, ruhig erstmal so ein Spiel spielen und dann drüber urteilen. So sieht er aus. Der Deutsche Games Award, LARA, wurde gestern in den Kategorien Bestes internationales Spiel an The Elder Scrolls Skyrim verliehen. Bestes Konsolenspiel war Portal 2 und bestes mobiles Spiel Super Mario Land 3D. Und all diese Spiele gucken wir uns jetzt mal kurz an. Bestes internationales Computerspiel, ebenfalls mit dem Deutschen Games Award LARA ausgezeichnet, The Elder Scrolls 5 Skyrim, eines meiner Lieblingsspiele, ja, des auslaufenden Jahres 2011, kann man fast sagen. Grandiose Grafik, wirklich, ich habe sowas echt noch nie gesehen. Also mir hat es schon Spaß gemacht, einfach stundenlang rumzulaufen, da oben in die Gebirge zu klettern und mir einfach die Wetterphänomene und Grafiken anzusehen. Also es macht echt einen Riesenspaß. Epische Story, riesige Welt, für mein Gefühl ein bisschen wenig los. Man kann schon sehr lange laufen, ehe man mal auf ein Monster, einen Gegner oder auch ein wildes Tier trifft. Das beste internationale mobile Spiel ist Super Mario 3D Land für den Nintendo 3DS. Wenn ich möchte, in 3D ohne Brille. Super Mario ist ja bekannt, ne? Kennen wir ja alle. In 3D ist es nochmal deutlich hübscher und auch ein bisschen kniffliger zu spielen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Auf jeden Fall was für die ganze Familie, für den kniffelnden Daddy, aber eben auch für die wahrscheinlich wirklich fitten Kids. Bestes internationales Konsolenspiel ist Portal 2 von Valve, wie wir in Deutschland ja so gerne sagen. Das 2 sagt schon deutlich, es ist quasi ein Sequel, also der zweite Teil von Portal, ein Spiel, was ja wirklich schon für absolut Furore gesorgt hat. Tolle Grafik, schöne Idee, schönes Actionspiel mit ganz vielen Rätselelementen und einem ganz besonderen Clou. Ich kann mit meiner Waffe hier Portale in die Wände schießen und mich so quasi durch die einzelnen Level beamen. Das ist das einzige Spiel, wo ich mich selber auch mal von hinten sehen kann. Und wenn ich will, wieder und wieder und wieder und wieder. Könnte ich stundenlang so machen. Mache ich aber nicht. Das nur mal als kleiner Einblick in die Gewinner des Deutschen Game Awards LARA. Wenn ihr wissen wollt, wer beim Deutschen Computerspielepreis abgesahnt hat, dann schaltet einfach ins nächste Video rein. Auch da werden wir uns mal alle Gewinner genauer angucken.